So, weiter geht's mit Teil 3. Nach einer Nacht auf Gran Canaria ging's dann teilweise zu Fuß, teilweise mit dem Taxi zum Hafen. Da bin ich dann auf eine Fähre und es ist echt lange her, dass ich auf so einer Fähre war. Und es war echt eine coole Erfahrung. Überall sind solche Stühle wie im Flugzeug und man hat eine coole Aussicht dort nach vorne und nach hinten. Ja, und nach circa 1,5 Stunden Fahrt kamen wir dann in Santa Cruz auf Teneriffa an. Da ging es dann erstmal zum Busbahnhof und ich bin mit dem Bus nach Los Cristianos gefahren. Da bin ich erstmal am Strand schwimmen gegangen und habe etwas gegessen, weil ich noch so viel Zeit hatte. Und dann ging es mit der nächsten Fähre weiter. Ja, und nach 2,5 Stunden Fahrt sind wir dann auf La Palma angekommen. Es war dunkel beim Eintreffen, ungefähr 9:30 und 18 Grad. Ganz entspanntes Wetter. Ich habe diesen feinen Staub hier bemerkt, dazu morgen mehr. Erstmal Abendessen, im Hostel wurden mir noch ein paar Tipps gegeben, wo man am besten hingehen kann, um gewisse Dinge zu sehen. Und dann habe ich noch eingecheckt. Mir wurde die Kapsel gezeigt und ja, morgen gibt's mehr. Folgt mir, wenn du Bock hast. Ciao.